Universe. Hey, willst du eine Geschichte hören? Eine Geschichte von Abenteuern im All. Komm, hör dem alten Markus zu. Ich habe eine gute für dich. Die Geschichte beginnt hier auf dem abgelegenen Planeten Pandora. Für viele nur eine Wüste voller Gier und Gewalt. Und das stimmt. Aber du gewinnst, wenn du es bringst. Pandora ist voller Möglichkeiten. Kammerjäger, sie suchen in den gnadenlosen Borderlands nach geheimen Alien-Schätzen. Mein Vater erzählte mir Geschichten von Kammerjägern, als ich noch klein Markus war. Jetzt erzähle ich dir eine. Aber was genau verbirgt sich in den Kammern? Ruhm, Reichtum, Macht oder so Schwachsinn wie Mitleid oder Familie. Wer weiß, nutze deine Fantasie. Was immer es ist, ein Kammerjäger muss entschlossen sein, dem missgünstigen Schicksal den Sieg abzuringen. Meine Geschichte handelt von einer speziellen Truppe von Kammerjägern am Anfang ihrer Reise. Sie sind tapfer und hungrig. Vielleicht erzähle ich dir diese Geschichte, weil du mich an sie erinnerst. Nur ein wenig. Bilde dir nichts drauf ein. Diese jungen Kammerjäger antworten dem Rufe einer Sirene. Sie heißt Lilith und sie ist eine Heldin. Sie hat Pandora unzählige Male gerettet. Lilith rekrutiert ein Team, um eine Karte zu finden, eine Karte zu kammern in der ganzen Galaxis. Aber sie ist nicht die Einzige. Böse Mächte haben die Borderlands ergriffen. Eine Gefahr, wie sie die Galaxis nie zuvor gesehen hat. Die Geschichte beginnt hier auf Pandora. Mit unseren neuen Kammerjägern, ihrer Sirenenanführerin und vor allem mit mir.
Was für ein schöner Tag und voller Möglichkeiten. Oh, wer kommt denn da? Eine Sirenenkriegerin von Partali. Wild und mächtig. Das wird cool. Was ein Bastard. Ein Bestienmeister, Bot. Heimatwelt unbekannt. Lass das Ding nicht von der Leine. Ein Bestien, das ist ein Bot, also das ist ein Roboter. Der Flak ist ein Thickboy. Ein Thickboy-Roboter. Ein Geheimagent, der heimkehrt. Keine Lust mehr auf Aufträge von einer Mech-Soldatin. Eine Sirenenkriegerin von Sirene. Wild und mächtig. Das Wild und mächtig. Neuer Kammerjäger, was? Ich bin Marcus. Hast dir die richtige Zeit ausgesucht, um bei den Crimson Raiders mitzumachen? Du hast den Angriff überlebt. Ich bin Lilith, Commander der Crimson Raiders. Diese Banditen gehören zum Kult, der nach der Kammerkarte sucht. Aber wir werden sie zuerst finden. Mein Scout wartet da drüben auf dich. Viel Glück. Oh, ich kann mir schon vorstellen, wer der Scout ist. War das noch eine Sirene? Ich auch, weil ich den, glaube ich, mal gesehen habe. Endlich. Ich brenne auf einen Kampf. Hey, seit wann reden die denn? Was ist denn jetzt los? Ja. Ich verliere ein bisschen Neuerungen braucht man doch, oder? Ich muss die Untertitel wieder ausmachen. Das ist komplett sinnlos, eigentlich. Weil es eher auf Deutsch ist. Ich muss alles wieder lauter stellen. Irgendwie ist alles wieder voll leise, ey. Bei mir geht's sogar. Oh mein Gott, ist es schnell. Warum bist du so groß? Ja, weil ich schick, Boy. Da ist er, der Scout. General auch noch. Wie heißt du? Du weißt doch bestimmt, wer ich bin. Gewalt nicht zensiert? Zum Verarschen natürlich nicht zensiert. Geschwindigkeitseinheit MPH. MPH, wo gibt's denn sowas? Geh mal weg damit. Wie genau schalte ich die Untertitel aus? Ich bin der Ninja. Hä, was ist das denn? Du bist mir gewachsen. Duell. Ach, guck mal, das sind unsere Köpfe. Ich weiß nicht, wie man spielt. Ja, wir können ja keine Duell machen, oder was? V. Boah, ich hab ne Axt. Ich hab ne Kung-Fu-Hand. Alter, komm her. Was geht jetzt erst los? Nee. Nein. Ja. Das war alles. Ey, das war ein Kung-Fu-Duell, ja. Ah, guck mal hier. Okay. Echo-Motto. Skins. Ah, klassisch. Klassischer Rückruf. Bildschirm des Todes, das gefällt mir. So. Bildschirm des Todes, ja, das ist richtig geil. Gucken wir mal. Der Kopf, habe ich nichts. Skin. Cool. Setup-Wizard. Hä, meine ist verschwommen einfach. Ich seh die. Ich kann die nicht erkennen. Hä? Hey. Ja, geil, dass man da alles auswählen. Ist ja mit der Textur nicht. Jetzt. Alter, was ist das denn? Horrorpunk? Gibt's das bei dir auch? Ja, ja. Richtig geil. Das sieht komisch aus bei mir, muss ich sagen. Naja, das Normale ist bis jetzt eigentlich das Beste, was ich hab. Ist schon okay. Ah, die Farbe kann man ja. Ja. Okay, das ist geil. Primär. Q und E. Hab's drauf. Ich bin fast tot, ja. Yeah. So sieht es bei dir aus. Weißt du, wie es bei mir aussieht? Cool aus. Pass auf. Warte mal, das kann ich ja auch verändern. Oh mein Gott. Komplett schwarz einmal. Weißt du, wir sollten eigentlich hier kämpfen oder sowas. Wir haben einfach kein Life mehr. Ich habe noch 8 Leben. Das Propagandazentrum ist da vorne. Diese Kultisten dahin.
Das ist ein bisschen ungewohnt, auf V zu drücken. Ich ehrlich bin. Weiß nicht, ob man das so oft brauchen wird. Nahkampf? Ja, doch, eigentlich schon. Okay. Keine. Ich habe keine Raketen mehr. Nee, das braucht Nachladezeit. Ich habe das Gefühl, es geht nicht gut aus mit dem. Das geht nie gut aus mit dem. Fette Mag. Boah. Ja, aber dann müsste ich da angesaugt werden. Ja, das ist leicht. Das Leben. Oh, jawohl. Oh mein Gott. Das Ziel ist ja. Ach du Scheiße, das ist. Hey, was ist hier los? Ich hab 10 gesteckt, okay. Ja, hab ich auch. So wie das andere. Ach, guck mal, wie die. Ich hab noch Volga gefunden. Ja, du findest andere Sachen als ich. Ich meine, am Anfang hätten wir zwar noch das andere machen können, weißt du? Aber. Sim, der sammelt die Sachen automatisch auf. Aber er ist einer von uns. Weißt du, Munition und sowas. Ich bin bald bei dir. Jetzt eröffne es hier, saug da von Leine ein. Oh, wie gut. Wechselwaffen mit. Ach, das ist das Mausrad. Oh shit. Was sitzt du hier, ey? Boah, dieser Revolver ist brutal, ey. Letzten Endes. Also, ich hab 2 gekriegt. 2 Revolver. Warte mal. Das ist so widerlich. Schauen wir mal. Mehrere Action-Skills. Huh. Dann ist das eine Ferne kämpfen und natürlich. Geh weiter. Das ist natürlich. Das oder das wäre natürlich geil. Ich guck mal, was die für Skills haben. Ich wähle das jetzt aus. Das klingt schon ganz gut. Geht denn das? Slot 1. Achso, man kann zwischen den Action-Skills immer wechseln, wenn man will, oder was? Sieben, die Badass-Ringe werden erst nach Ende der Story freigeschaltet. Ich find's gut, dass hier unten schon direkt Iridium und goldene Schlüssel angezeigt werden. Auswählen. Ja, man kann ja neu verteilen und erstmal rumprobieren, ne? Ach, jetzt. Also der Talentbaum, den ich momentan ausgewählt habe, der ist ein bisschen nahkampfmäßig. So wie es aussieht. Ist er jetzt die ganze Zeit da, oder was? Ja. Ja, leider. Warte! Ich hab dein Haus hier gestreichelt. Gag? Guter jetzt kratzt er seinen Arsch. Nee. Gag ist das. Und was, nicht, was macht dein Action-Skill? Der Action-Skill? Ja. Lässt den Mod. Beziehungsweise geht er in der Raserei. Es stößt erstmal nur einen Angriffsbefehl machst du und dann sprüht er Säure auf den Namen. Sieben, man kann klettern in diesem Game. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, wie ich den zweiten eigentlich einen Skill ausmachen kann. Ich weiß nicht, was wir hier machen müssen. Oh, hier ist eine schicke Kiste. Boah, es ist dunkel. Aber das Spiel wollte, dass ich das so dunkel mache. Ich meine, es ist ja auch Nacht. Weiß ehrlich gesagt nicht, auf welchem Planeten wir sind. Kann man das sehen irgendwo? Ich glaube, Pandora. Was gibt's denn hier so? Was ist das hier? Hier sind Kisten überall. Die nehme ich gerne mit. Ja, ist es ein Action-Skill? Weil du hast ja... Das ist ein passives Talent. Du hast ja den Action-Skill. Was hier rechts an der Seite hast du ja diese 3 Dinger. Du hast ja den Action-Skill, dann hast du den. Hast du Action-Skill-Erweiterung. Und dann hast du den Schadenstyp. Action-Skill. Also Action. Ich schätze mal, dass das bei dir einfach eine Erweiterung ist. Ah ja, okay. Das ist. Okay, das eine ist das Vieh und das andere ist der Action-Skill selbst. Das heißt, der Action-Skill ist dann je nachdem, was für ein Vieh du hast. Okay, ich hab gar nicht. Okay. Was macht der da oben eigentlich? Können wir den da irgendwie runterholen?
Scheiß auf den. Die Beichtkammer. Oh mein Gott. Ich fänd's mal, dass er in deinem Rücken ist! Was ist dein kleiner Arm, ey? Das Schiff! Jawohl, gib ihm. Wey! Oh, der hat Zeug gedroppt. Ist das eine Schrotflinte? Ha, und ich dachte, Pandora wäre eine Herausforderung. Hey, was ist das für eine... Was ist das? Ein Punkt für die Crew Raiders. Ja. Du und sieht Klappe, komisch aus, die Schrotflinte. Ich bin unterwegs. Ich weiß nicht, können wir nicht auch einfach gehen oder so? Ach genau. Tagchen. Ja, das ist gar nicht verkehrt. Die explodieren beim... Was geht denn jetzt ab? Ja, die muss natürlich wieder voll übertreiben hier. kritischer Trefferschaden. Warum nicht? Die sieht nice aus. Ich mag diese Revolver. Ich fass mal kurz zusammen. Wir haben vor einiger Zeit eine Karte gefunden. Zu Kammern überall in den Borderlands. Vor einiger Zeit. Vor 7 Jahren war das. Mir war nicht klar, dass uns das zur Zielscheibe machen würde. Wir wurden angegriffen und die Karte ging verloren. Seitdem suche ich sie. Nein. Die Banditenklan. Komm, wie das im Dunkeln leuchtet. Zum Spaß gegenseitig getötet. Ah, die Kinder der Kammer. Mal gucken. Eben. Genau. Tu's. Komm schon, sehen wir uns um. Die Handeln. Zwillinge sind ihre Anführer. Was nochmal? Handeln. Ich habe eine Handelsanfrage gesendet. Sie glauben, dass die Karte sie zu einer großen Kammer führt. Bietet an. Also, Duell. Also quasi alles beim Alten. Soll ein Banditenklan ein Alien-Artefakt in der Wüste gefunden haben. Vielleicht ist das die Karte. Finden wir es heraus. Ich meine, Hass kann sich noch dran erinnern am Ende vom zweiten Teil, vor 7 Jahren. Wo sie die Karte gefunden haben und dann überall diese Dinger angezeigt wurden. Hält das nicht auf. Auf jedem anderen Planeten. Wie zur Hölle... Hallo? Ja, wow. Hallo? Was ist denn das jetzt? Wie zur Hölle konnten die das verlieren? Frage ich mich. Schicke unsere Anhänger, ach, guck mal, hier sind überall. Körper in unsere heilige Familie einzuladen. Beeil dich! Die Zwillingsgötter werden hungrig! Die Karte. Ich wusste es. Wir müssen die Sonnenklopper vor ihnen erreichen. Den Sonnenklopper? Finde den Sonnenklopper. Ich öffne das Tor. Praise the Sun. Hier, eine Schatzkiste. Komm schon, hier lang. Was heißt denn hier, komm schon? Die Einöde. Achso, ich kann jetzt einfach... Ah, nee. Ah. Achso, drücke Tab oder Pause zum Abbrechen. Aber was anderes haben wir gerade nicht. Ist nicht das erste Mal, dass die Raiders bei Null anfangen. Hier ist diese Fallout-Ding. Das ist keine Sanctuary. Hoffentlich kriegt Ellie das Schiff bald flott. Was steht da? Angebot des Tages. Ach, guck mal, jetzt muss man da nicht mehr drauf. Oh. Munition auffüllen, was ist das? Verkaufen. Weg damit. Ich find's aber gut, dass er dir anzeigt, was du ausgerüstet hast und es trotzdem noch verkaufen kannst. Wenn du jetzt sagst, okay, ich hab was Besseres, dann zwiebelst du das einfach weg. Gibt's doch bestimmt irgendwelche Jump-and-Run-Geschichten, wo du irgendeinen Scheiß bekommst, oder? Irgendwo. Könnte ich mit dir wetten. Ja, guck mal hier. Das ist schon mal das Erste. Was ist das hier hinten? Mhm. Geld. Also, das heißt, erkunden wird noch wichtiger. Als es sowieso schon war.
Kann ich nicht benutzen, warum nicht? Ist noch nicht aktiviert wahrscheinlich. Ja. Hier gibt es eine Quest. Sieht ein bisschen kaputt aus. Mein Automat ist kaputt. Ist kaputt. Wie soll ich da Gewinn machen auf diesen? Von Grund auf? Was sind das für Zeichen da? Und damit meine ich, reparier du meinen Automaten. Hä? Vorherige Mission und nächste Mission. Dann machen wir erst das mit Markus seinem Gerät. Mhm, mach mal. Funktionieren. Zu uns lächeln. Die beste Kämpferin der Galaxis. Das war eklig. Überall spritzt er drum. Was ist das hier? Also ein Action-Skill ist schon sehr praktisch. Das nehme ich gerne. Das Rudel gewinnt immer. Also die menschliche Wirbelsäule müssen wir nicht einsammeln, aber machen wir trotzdem. Na los, was? Weggeflogen, ey. Hä, natürlich nicht.